So, er betet, er liest und dann sagt er, فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِئَةِ. Ich sagte mir, ich dachte mir, er wird bei dem 100. Vers in den Ruku' gehen. Er hat das aber nicht getan. فَقُلْتُ يُصَلِّ بِهَا فِي رَكَعَ. Dann dachte ich mir, er wird das in einer Raka'a lesen und dann in den Ruku' gehen. Also er wird die Surah al-Baqarah lesen, dann in den Ruku' gehen. Famada, das ging aber weiter, dann hat er die Surah al-Nisa eröffnet und sie gelesen. Und dann Surah al-Imran. Der interessante Teil in diesem Hadith ist jetzt folgender, die Reihenfolge. Ja. Al-Baqarah, al-Nisa, al-Imran. Wie kennen wir das aus dem Koran? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Nach dieser Reihenfolge ist der Mus'haf. Was entnehmen wir daraus? Man muss die Reihenfolge nicht einhalten. Kann man nicht daraus entnehmen, dass die Reihenfolge des Korans, die Sur, die Reihenfolge der Sur, vom Ijtihad der Sahaba ist, dass die Surat al-Fatiha Nummer 1 ist, Surat al-Baqarah Nummer 2, Surat al-Imran Nummer 3, An-Nisa Nummer 4, und so weiter. Ist das per Wahi so gewesen? Oder per, sagen wir, Ijtihad der Sahaba? Das ist die Frage. Und die einzelnen Ayat, dass die einzelnen Ayat so die Reihenfolge haben, wie wir sie heute haben. Das ist mit Konsens der Ahlul Ilm vom Propheten sallallahu alaihi wasallam selbst so gesetzt worden. Bei den Suhr, die Mehrheit laut Al-Qadi Iyad, er sagte, die, und das ist die Auffassung von Imam Malik, und er sagt, dass die Auffassung der Jamahir, der Ahl-Ilm, dass die Reihenfolge der Suhr vom Ijtihad der Sahaba ist. Die Reihenfolge der Suhr ist vom Ijtihad der Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das bedeutet aber nicht, dass wir heute, dass es uns heute erlaubt ist, yani, wenn wir ein Mus'haf neu schreiben, dass wir die Reihenfolge ändern können. Weil mit der Verfassung, mit den letzten Abschriften des Korans, die in der Zeit der Sahaba stattgefunden haben, der Konsens entstanden ist, sich auf diese Verfassung des Korans zu einigen. Das heißt, daran darf nichts mehr geändert werden. Aber das muss nicht aus diesem Hadith entnommen werden, denn die Fuqaha sind sich einig darin, dass es erlaubt ist, selbst die sagen, das ist die Reihenfolge, diese Reihenfolge der Surah ist nicht eine Sache des Ijtihad, auch sie sind sich darin einig, alle, dass ich die Surah Nummer 100 erst lesen kann und in der nächsten Raka lese ich die 99. Das ist gar kein Problem. Manche der Ahlul Ilm haben gesagt, der Hadith kann auch so verstanden werden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam das getan hat, um einfach praktisch zu zeigen, dass das legitim ist.